Okay, Leute, wir müssen hier ganz schnell weg. Die Stubenfliege hat uns gezeigt, dass es hier rausgeht. Also lasst uns im wahrsten Sinne des Wortes die Fliege machen. Oh, das mit dem Geruch war kein Scherz von ihm. Musst du durch, schätze ich. Das sind aber auch eklige Sachen. Na, das lebt noch, ich dachte. Ja gut, ne? Froschgesicht. Aber auch hier wieder Tierchen zum Bewundern. Liebevoll gemacht, das ganze Haus, ne? Schön. Okay, es wird besser. Muss jetzt nah dran sein. Jawohl. Ja. Und... sehr gut. Auf der Suche nach unserem neuen Ort für den Bienenstock, denn es sieht düster aus für die Zukunft unseres Baums. Biene Maya schlägt das Bootshaus vor. Mal sehen, ob das wirklich Zukunft hat. Ich dachte, das würde nie enden. Nun, also, ich sollte mich weiter im Bootshaus umsehen. Ja? Ich wollte Pollen sammeln. Ich habe... ich habe so diesen Instinkt und Drang, Blüten abzuklappern. Warte mal, da oben gibt es ein Loch in dem Dach. Das wird sein. Sehen wir es uns an. Das wird sein, ne? Oh ja, dieser Ort ist riesig. Es ist ruhig und zu weit oben für Menschen. Gar nicht so übel, ja? Die Königin könnte hier leben. Ja, Steuerung. Wir könnten die Bibliothek hier drüben errichten. Das überlässt er alles den Zuständigen. Ja, ja, dieser Ort ist perfekt. Ein guter Bienenstock, gutes Essen, viele tolle Blumen in der Nähe. Ja. Ich muss das sofort melden. Ach so, weil die Menschen hier auch essen und wegen dem Zucker und den Süßigkeiten. Aber das ist doch viel kleiner als das Innere des Baums, ne? Oh, hey, warte, du bist nicht aus unserem Bienenstock. Hm? Nein, aber ich bin aus diesem Bienenstock. Verschwinde, wir ziehen ein. Keine Chance. Wir haben diesen Ort zuerst gefunden. Er gehört uns. Weißt du doch gar nicht. Gegen Bienen kämpfen? Oh no. Warum können die sich nicht anschließen? Warum können die nicht zusammenarbeiten? Na, vermutlich, weil denen ihr Bienenstock halt auch groß ist, ne? Oder warum suchen die einen neuen? Naja, man weiß es halt nicht. Genauso schwer zu besiegen wie eine Wespe. Oder leicht. Genauso leicht zu besiegen wie eine Wespe. Da geht's down, da geht's down, da geht's down. Alle drei oder? Oder warum? Meine drei Bienchen. Vor allem, die haben so eine böse Stimme. Hey, verzieh dich. Wobei die Stimme von der Stubenfliege war immer noch die beste. Im letzten Part. Hey, Alter, ist doch kein Problem, Mann. Und da werden die Blitze ausgepackt. Ja, Mann. Wir sind eine Elektrobiene, Digga. Mal sehen, wie der Part heute noch verläuft, ne? Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel noch ist, aber es macht mir momentan auch Spaß. Ist relativ abwechslungsreich, vor allen Dingen, es mit dem Haus hat mir jetzt sehr gefallen. Oh, da wird immer draufgekloppt, ne? Doppelt und dreifach, muss sein, ne? Wenn die so einen Stress machen, oben steht's ja, 2 von 3 haben wir geschafft. Dann komm mal her hier, nächste Runde. Ja, ich werde nicht müde, kein Problem. Denn ich bin Maya, diese Biene, die ich meine, nennt sich Maya. Kleine Biene Maya, ich kann den Text nicht. Er lebt ja leider nicht mehr, ne? So, einmal noch. Ja. Und dann wissen die mal, wem das jetzt gehört. Aber ich bin der Meinung, das ist doch viel kleiner als der. So viel kleiner als das.
als der Baum, den wir jetzt haben. Hey, okay, okay. Wir brauchten sowieso keinen neuen Bienenstock. Ach, die suchen nur. Das sind halt Spurbienen, die haben halt mal was zu tun. Echt, schwör ab. Aber ich sollte mich lieber beeilen, bevor jemand anderes auftaucht. Aber wie gesagt, Wasser ist halt keine so gute Sache, finde ich jetzt. Und es ist fast Mittag. Es wird so heiß werden. Es wird heiß werden. Es ist Hochsommer. Hätte ich mir noch einen Happen genehmigen sollen, damit wir schneller nach Hause kommen. Erzähl der Königin von dem neuen Ort. Ich sollte wirklich auf der Wiese landen und im Gras warten. So eine Bullenhitze. Meine Nachrichten sind so dringend. Ich muss zurück zum Bienenstock. Dann flieg mal. Wird's dir jetzt zu heiß oder was? Nektar haben wir auch genug. Schnurstracks, würde ich sagen. Immer der Nase nach. Haben Bienen überhaupt Nasen? Also so richtig nicht, ne? Aber können Bienen riechen? Haben das so... Ja, ne? Ja. So Schlitze haben die, oder? Ich habe mir nie Gedanken drüber gemacht. Haben Bienen Geruchssinn? Der Pollen regnet von meinen Beinen. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Guck mal, da vorne ist ein Essensstand. Da gibt es bestimmt was Süßes und dann bin ich doch rucki zucki wieder zu Hause. Wenn ich von seinem Hemd nehme. Ach nee, das ist nur aufgedruckt. Ich dachte, er würde ordentlich kleckern. Je. Ach, Was ist los? Oh nein! Maya! Unser Ende? Der Mensch hilft uns. Da kriegen wir Zucker. Zuckerwasser. Es gibt doch nette Menschen. Als ob jeder so eine Pimpette mit Wasser dabei hätte. Iss den Zucker. Danke. Kurzer Schnitt aber. So, dann wollen wir uns den Zuckerwürfel doch direkt mal gönnen. Lande auf dem Zucker, um dich daran zu laben. Dieses süße Zeug. Es ist so gut. Mach weiter. Ich glaube, dieser Mensch hat mir das Leben gerettet. Wow. Ich dachte schon, es wäre einfach... Ich dachte, dass ein Mensch tatsächlich nützlich sein könnte. Ich dachte, habe ich vielleicht was falsch gemacht, oder? Bevor ich ohnmächtig wurde. Oh ja, die Königin. Schnell, zurück zum Bienenstock. Nö, wir nehmen noch ein bisschen mit. Habe ich lang genug nicht mehr Zucker zu mir genommen oder warum? Aber ich glaube, das war storybedingt, ne? So, sehr gut. Bzzzt. Also, danke du für deine Hilfe. Trotz der Frisur. Jetzt schlägt er nach mir. Oder warst du das? Ich glaube, das warst du, ne? Du winkst auch zum Abschied. Bin mir nicht ganz sicher, wer das war. Ich habe so viel Pollen. Bevor ich mehr sammle, muss ich das hier zurück in den Bienenstock bringen. Alles klar, wir müssen unbedingt zurück und dann sehen wir, wie es weitergeht. Aber jedenfalls danke, Mensch. War gar nicht mehr so weit, oder? Ja, da die Pestizide, das sind Feinde der Bienen.
Unser neuer Standort. Dieses Jahr mussten wir das Sammeln von Pollen verschieben, da unser Bienenstock sich in tödlicher Gefahr befindet. Glücklicherweise habe ich nach vielen Abenteuern den perfekten Ort für unseren neuen Bienenstock gefunden. Jetzt müssen wir uns beeilen. Erstmal abliefern, ne? So viel Zeit muss sein. Ich muss das Zeug am Bienenstock abgeben. Eigentlich können die den auch nicht mitnehmen, ne? Das ist ja verrückt. Ist ja blöde, ne? Wie geht's? Können sie nicht mitnehmen, gell? Ich habe den perfekten Ort für einen Bienenstock gefunden. Sicher vor Menschen, warm und bequem. Wir könnten sofort einziehen. Eure Majestät! Eure Majestät! Die Menschen zerstören unseren Bienenstock! Oh nein. Was sollen wir tun? Nun, ich hoffe, du hast recht. Mit diesem neuen Ort. Wie auch immer, wir haben keine Wahl. Und jetzt müssen die zu Tausenden darüber cruisen? Tanze für die Spurbienen. Zeige ihnen den Weg zum neuen Bienenstock. Alles klar. Ich dachte hier, aber nein, hier. Schnell! Eigentlich muss ich denen zeigen, ne? Wie immer, aber so funktioniert das Spiel halt nicht. Man hätte ja machen können, man steuert in der Situation die Biene, die es versucht zu verstehen. Oben, unten, links, links. Ne, unten, oben, links, links. Unten, oben, links, links, oben. Unten, oben, links, links, oben. Danke, das klingt einfach. Bereiten wir uns zum Abflug vor. Objekte tragen. Du kannst kleine Objekte, zum Beispiel Insektenlarven, aufheben und tragen. Oh, die müssen wir auch noch retten. Ja, das ist ein Unding, das geht ja gar nicht. Aber wir helfen, wo wir können, würde ich sagen. Was hier? Die Babys retten. Die Babys retten, Freunde! Finde die Larven, bevor es zu spät ist. Die hier, ja. Die werden ja alle umsorgt, oder nicht? Was ist das hier überhaupt? Rette 5 Larven. Irgendwelche. Oh, hab. Kann ich die so einsammeln einfach? Da. Ich muss mich beeilen. Der Rauch wird immer dichter und dichter. Muss ich nicht hinbringen. Evakuieren! Evakuieren! Brenzlig, Leute. Brenzliges Finale. Danke. Ich nehme dir diese Larve ab. Tommy. Müssen wir weitermachen. Evakuieren! Evakuieren! Oh je. Darf ich nochmal dran erinnern, dass die pro Tag bis zu 2500 davon legt? Also, es klingt hart, aber ich sag mal so. Jetzt 5 zu retten, obwohl die Königin am nächsten Tag wieder Tausende legt. Ich meine, so sollte man das nicht sehen, ne? Es geht immer noch um Leben, anscheinend. Lass mich dir diese Larve abnehmen. Gut, Justice. Vergeude jetzt keine Zeit mit Plaudern. Weißt du nicht. Nein, an für sich, die Menschen, die auch gerade im Zoo oder so arbeiten, die sorgen ja eigentlich, so würde ich es vermuten, so kennt man es doch, oder? Der Rauch ist so dicht. Die sorgen ja eigentlich schon dafür, dass die Bienen umsiedeln, oder? Die helfen ja. Oder nicht? Wir müssen unsere Larven retten. Wir sind ja jetzt nicht mehr in den 50er Jahren. Wir sind 2020, Digga. Da wird doch wohl drin sein, dass...
Die Menschen, ja, gerade heutzutage, wo die Bienen bedroht sind, da werden nicht einfach Bäume abholzen, wo die wissen, dass da Bienen drin sind. Oder meint ihr, das wissen die nicht? Doch, doch, das wissen die. Also gut, die nächste Larve hier. Aber es wird immer schwieriger, hier was zu sehen überhaupt. Schwere Bedingungen. Lass diese Larve bei mir und rette die letzte. Evakuieren! Evakuieren! Wie gesagt, Realismus. Es muss nicht zwingend so realistisch sein, aber es ist immerhin ein schöner Gedankengang dahinter. Wir haben alle Larven. Es ist an der Zeit zu fliehen. Okay, man könnte auch sagen, wenn jede Biene versucht, eine Larve mitzunehmen, dann passt das. Vielleicht ist ja so gedacht. Flieg! 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 Jetzt aber raus hier! Goodbye, Bienenstock! Der englische Begriff Honeymoon, Flitterwochen, stammt von einem alten nordeuropäischen Brauch, bei dem die Jungvermählten jeden Tag des Monats eine Tasse Met, fermentierten Honig, konsumierten. Met, verwechsel ich das nicht? Ist das nicht Alkohol? So. Der Baum ist ab? Oh nein. Nee, das sind wir. Jetzt kommt der Imker, guck. Alles standesgemäß. Die wollen uns vertreiben daraus. Naja. Muss ja. Das ist wohl der Weg. Die Bauarbeiter mit den Kettensägen mussten halt abbrechen, weil sie gemerkt haben, da sind Bienen. Und jetzt wird sich um die gekümmert quasi. Auch wenn es aus der Sicht der Bienen grausam erscheint. Dass sie sich jetzt denken, wir können hier drin nicht mehr bestehen. Da haben wir den Larven. Machen die das wirklich? Nehmen die dann Larven mit? Wenn sie aus Notfällen raus wegfliegen müssen? Weiß es jemand von euch? Gibt's sowas? Oder machen das Bienen eigentlich nicht? Fast da, bleibt dran. Folge der Bienenformation. Oh shit. Folgen? Ich gehe ja voran. Vermutlich jetzt noch ein weiter Weg bis zum Bootshaus. Glühwürmchen? Waren das Glühwürmchen? Welch schicksalhafte Nacht. Die Menschen hier immer noch am Sport machen. Wer atmet denn so tief? War das die Menschen oder war ich das selbst? Also Maya. Jing. Will ich aber auch sehen, wie das am Ende aussieht, ey. Der Bienenstock. Ich denke mal, das wird dann auch das Ende der Geschichte sein, ha? Oh, da oben steht's ja. Wir sind jetzt eigentlich da, ne? Schneller! Nee, achso, bis zu einer Art Checkpoint oder so. Ach nein, wie weit weg die sind. Da oben die Meteranzahl zeigt nicht, wie weit es noch bis zum Ziel ist, sondern wie nah ich an dem Schwarm in dem Fall dran bin. Habe ich noch nie so drauf geachtet. Ja moin. So, nicht ins Spinnennetz, das wäre ein bisschen fatal. Gerade für die Larve. Ich glaube, so Bienenlarven sind für gegnerische Insekten gefundenes Fressen, ne? Ein gratis Happen.
Schätze, wir sind da. Sie ist zu Hause. Wir sind endlich da. Und wie schaut sie aus? 200 Mal in der Sekunde schlägt ein Flügel der Honigbiene. Ich erinnere mich an diesen Tag. An heute. Es war so kalt und dunkel. Aber mit einem neuen Ort kam eine neue Energie. Wir arbeiteten hart. Und bevor es uns klar wurde, war die Familie wieder zu Hause. Viele Tage sind seit dieser Zeit vergangen. Einige düster und beängstigend. Andere sonnig und üppig. Üppig. Oder einfach schöne. Aber jetzt weiß ich, dass, egal welcher Himmel uns umhüllt, die Wärme meiner Lieben mich beschützen wird. Und so haben wir überlebt. Du bist ein Held. Wow. Sag es noch einmal. Vielleicht ein anderes Mal. Jetzt ist es an der Zeit, Pollen zu sammeln. Weil wir nie zu viel Honig haben können. Exodus. Da jede Biene eine Larve oder ein Stück Honig trug, ach so, das wollte ich schon hinterfragen. Es ist ja kalt, es ist ja schon Winter angebrochen, mehr oder weniger. Mindestens Herbst. Und die hatten jetzt quasi keinen Honigvorrat, aber die nehmen was mit. Konnten wir unseren Bienenstock an den neuen Ort transportieren? Es war ein knappes Entkommen, aber jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Ich habe viele Pollen zu sammeln, bevor ich in Rente gehen kann. Flieg nach draußen. Ui, was macht denn der Hirschkäfer jetzt hier? Archiv überprüfen. Nice. In 3D ansehen. Guten Tag, Herr Hirschkäfer. Also das ist unsere Archiv oder Galerie, wie es heißt. Ameise. Feuersalamander. Was haben wir hier? Herbstmosaik-Jungfer. Also eine Heuschrecke war das. Was genau? Warum sind hier solche Pappkartons? Das verstehe ich nicht ganz. Haben die Menschen uns geholfen oder was? Oder wie muss ich das verstehen? Ja, ach nee, wir sind da quasi noch weiter reingekommen. Ins Haus. Ja, hier ist das Archiv. Hey. Du bist Bibliothek. Fleißig wie eine Biene, oder? Königin! Hallo? Ich mag es nicht, ständig von einer Arbeiterbiene gestört zu werden. Ich Jeder bin's! Hat seine Pflichten. Ich bin die Heldin! Einfach so, als wäre nichts gewesen. Ich will ein Krönchen und ich will ein Stück Land und ich möchte, keine Ahnung,
Königin! Der Sommer wird bald vorbei sein. Nicht albern bummeln. Albern bist jetzt nur du, ehrlich. Laut deines Aberglaubens soll eine Biene, die in dein Haus fliegt, ankündigen, dass ein Besucher auf dem Weg ist. Wenn du die Biene tötest, wird der Besucher nicht freundlich sein. Okay, wir haben unseren neuen Bienenstock. Und wir können jetzt weiter erkunden anscheinend. Was gibt's noch zu tun? Das war's. Cool. Credits! Dann waren es auch nur 6 Parts. Krasse Sache. Ein wunderschönes Spiel, ne? Jedoch, also klar, also wenn es jetzt 20 Parts hätte, wäre es vermutlich irgendwann zu viel geworden und sich immer wiederholend. Ich möchte auch nochmal erwähnen, es gibt halt sehr viele Nebenquests. Überall kann man kämpfen, Rennen gestalten oder Tänze vollführen. Oder auch dieses Archiv und so vollständig machen. Aber ich glaube, das zu sammeln, das wäre auf Dauer ein bisschen eintönig. Das kann man machen, ne? Aber ich nicht. Das ist nicht Let's Play tauglich, sag ich jetzt. Ja, ein Spiel aus Polen, wie gesagt. Ich kann mich nicht erinnern, dass aus Polen noch andere große Top-Titel kamen. Ob man das jetzt als großen Top-Titel hier sieht, ist die andere Frage. Aber ja, Warsaw Studios. Der Hauptverantwortliche soll ein großer Bienenfan sein, wer hätte es gedacht. Ja, der liebt das, der hatte das als Vision. Und ich denke, das hat er ganz gut hinbekommen. Also die ganzen Tiere und diese Umgebungen und auch die Story so gesehen, das war, ich fand's schön. Das war eine schöne Sache. Ich erwähne ein weiteres Mal, dass die Spielstände ganz am Anfang waren 3 Bilder von einer Biene, einem Hirschkäfer und einer Libelle. Guck mal, die Enten. Schön. Dass die, dass wir jetzt nicht mit dem Hirschkäfer oder Libelle spielen können. Ich sehe eine Fliege und sag Fliegen. Dass wir mit denen nicht spielen können, sondern dass es nur eine Art Spielstandauswahl war. Also stand Profil 1, 2, 3. Ich habe es versucht. Man kann nicht mit dem Hirschkäfer oder mit der Libelle spielen. Ich dachte erst, vielleicht gibt es ja noch eine zweite und dritte Story, aber dem ist nicht so. Ja, ich sag mal so, viele haben kritisiert, ne? 50 Euro zu viel. Wie gesagt, da wird ein Teil davon gespendet. Ich weiß nicht, wie viel pro Spiel. Ob da 1 Cent, 1 Euro, 10 Euro oder 20 Euro gespendet werden. Kein Plan. Aber, naja. Ja, 50 Euro sind ein bisschen happig für das Game. Also 30 wäre das höchste der Gefühle, denke ich mal. Oh, die Natur, die Käfer, die sich bekämpfen. Also in Trailern oder so hier in den Bildschirmen sieht es immer sehr episch aus, muss ich sagen. Entwickler schaffen es halt auch, das sehr gut in Szene zu setzen, glaube ich. Guck mal, die Schnecken. Also wer möchte, der schaut sich das Spiel noch in aller Herzensruhe an. Und entdeckt in der großen Welt alle möglichen Winkel. Das war jetzt meine, was ich mir vorgenommen habe, einfach die Hauptstory durchzuspielen. Das habe ich getan hiermit. Was ist das? War das ein Regenwurm? Bienenexperte, Kamil Bay. Sehr schön, sehr schön. Besondere Danksagung an Piotr Babino, Lukasz Breszko, Jakub Lipczyk, Piotr Nietzschielski, Wojciech Pazdur, Kuba Sobek, Agnieszka Sostak. Aus Polen halt das Spiel, ne? Und Big Ben, der Publisher. Ja, können wir ganz kurz Ehre, wem Ehre gebührt, ne? Ich weiß nicht, viele werden sich auch gesagt haben, was? Und einen Kommentar gab es auch, ich prophezeie, dass jetzt noch mehr Simulatoren kommen. Nein, das ist doch nur der Name. Also der Ziegensimulator ist zum Beispiel eine sehr... Das macht absichtlich das Ganze ein bisschen lächerlich, ne? Und das versucht der Bienensimulator nicht. Und manche sind einfach nur stinklangweilig, wie der Landwirtschaftssimulator, finde ich jetzt. Oder der Euro-Truck-Simulator. Da finde ich sogar noch einen Reiz, ja. Wenn so welche wie der Harald Frenkel seine 500 Parts Euro-Truck-Simulator abarbeiten. Aber der Bienen-Simulator war was anderes, als ich das gesehen habe, dass es da eine Story gibt mit einer interessanten Sprachausgabe und so einigen Plot-Twists, mehr oder weniger. Ach, was wusste ich? Einfach nur, dass das du mal gegen eine Wespe kämpfst und dass sich der Königin vorstellst. Das hat mir schon gereicht. Ich bin kein Bienenfan, aber respektiere sie und hab's mit dem
Spiel vermutlich auch ein bisschen näher gebracht. Deswegen gerne eure Meinung in die Kommentare. Wie fandet ihr es jetzt letztendlich? Ich denke mal, ihr könnt euch ja vorstellen, was man noch tun kann an Nebenquests. Da waren immer diese Säulen in Rot für Kämpfen oder eine andere Farbe für Tanzen oder Rennen machen. Aber ja, gerade diese Mission haben wir alle nicht so sehr gefallen. Das Kämpfen war sehr leicht, das Tanzen auch. Und das Rennen, das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Schauspieler, Bienenheld, was? So, jetzt mal wieder drücken, damit es nicht... So, das Ganze, wie es übersetzt wurde, Korrekturleser. Aha. Auf Deutsch haben sich Markus Kali, Lena Poltorak, H. Aganji... Oh Gott, ich weiß nicht, ob es ausgesprochen wird. Darum gekümmert auch Markus Kali und Ace Aganji zweimal. Ja. Wurde in sehr viele Sprachen übersetzt, ne? Also, oh, der Ace ist aber ein ganz schönes Sprachtalent. Niederländisch, Portugiesisch, traditionelles Chinesisch. Alter Schwede. Ace, Respekt. Was jetzt? Das ist unser alter Baum. Rate mal, wer wieder da ist. Dionysse. Wieder zurück. Sag mal, habe ich etwas verpasst? Dionysse. Freier Flugmodus. Unsere Geschichte ist abgeschlossen. Aber du kannst dein Bienenleben fortsetzen. Erforsche den Park, nimm Herausforderungen an und finde zusätzliche Aufgaben. Messleistung. Etwas endet, etwas beginnt. Freier Flug. Das ist doch wunderbar. Das kann man zur Entspannung auch machen. Das Wasser sieht nett aus. Fein. Hallöchen. Sind da Pollen? Ach, tatsächlich. Ich kann sogar die Seerosenblätter nehmen. Flower Power. Ja, das hier ist jetzt zum Beispiel eine Nebenquest, ne? Eine Sammelherausforderung. Ich lehne ab. Das wär's mit Let's Play Bee Simulator. Also, steinigt mich nicht, dass ich nur die Hauptstory mache, so hatte ich mir das vorgestellt. Weil ich denke, die Nebenquests haben jetzt nicht so viel zu bieten, was uns dauerhaft beschäftigt. Aber ich hoffe, euch haben die 6 Parts ein bisschen gefallen. War mal was anderes, würde ich sagen. Also wenn es weiterhin solche interessanten Ideen einfach gibt, ne? Das Spiel war auch x Jahre in der Entwicklung, ne? Als ich danach ein bisschen gegoogelt hatte. Das war ja schon seit Jahren auf Gamescom, E3 und so weiter als vielversprechend angekündigt, weil es immer tolle Trailer gab und so. Und das Endprodukt ist, denke ich mal, voll gut. Ja, da will man sich nicht beschweren, denke ich. Das Leben als Biene. Es geht aber auch nicht so einfach, dass du Bienenkönigin werden kannst, ne? Da musst du direkt als Larve, glaube ich, die richtigen Sachen bekommen. Wenn man sich quasi upgraden könnte von einer einfachen Honigbiene zur Königin, wäre es natürlich ein geiler Plot-Twist gewesen, wenn wir am Ende die Königin werden. Schade, da kann ich mir nichts von nehmen. Aber so funktioniert das nicht. Danke, dass ihr dabei wart, ne? War schön, finde ich. Und ich bleibe offen für interessante Dinge. Was ist hier los? Hier kommt der Bienendance. Habe ich gepiekst? Ich glaube nicht. In die Kappe gepiekst. Nee, jetzt aber wirklich, der Part ist auch schon lang. Macht's gut, ein letztes Mal würde ich sagen... Daumen hoch oder Daumen runter. Das Bienenleben wird hoffentlich immer bunter. Bis dann und ciao.